So. Ey, was willst du? Du hast den Orden von Anemonia City. Gut, dann will ich dir diese VM schenken. Und ich bekomme VM2. Einfach mal so. Wenn du einem deine Pokémon die Attacke Fliegen beibringst, kannst du sofort in jede beliebige Stadt düsen, die du bisher besucht hast. Wir sagen alle immer düsen. Das ist so ein komisches Wort. Oh, Mutter ruft an. Ach, da brauche ich nicht rangehen. Die will eh nur. Ja, ich hab dir Zeug gekauft. Fliegen. Hier haben wir's. Und ich würde sagen, die bringe ich Togetic bei. Weil Golbat schon eine Flugattacke drauf hat. Und dafür verlernen wir gehen. Ah ja, gut, brauche ich jetzt auch nicht so dringend. Lassen wir mal. Schwupp. Gena vergessen. Und wir erlernen Fliegen. Problem nur ist, es ist auch wieder so eine physische Attacke. Und ich glaube, Togetic war nicht so gut mit den physischen Attacken, oder? 34er Spezialangriff ist auf jeden Fall höher. Ja, warte mal, das tue ich mal nach ganz oben. Das tue ich mal so an zweite Stelle. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. Neue Reihenfolge einfach mal reinbringen. Und ansonsten können wir so bleiben. Safari-Zone hat ja eh noch nicht offen. Dann fliegen wir einfach mal. Ach Quatsch, ey, ihm habe ich ja Fliegen beigebracht. Fliegen wir einfach mal. Ja, so sieht's aus, wenn wir fliegen können. Nach Olivianas City. Ja, nach Olivianas City, ganz recht. Ja, fliegen. So, und. Pfium. Pfium. Ja, die Animationsgeräusche mussten sein. Okay, ab ins Pokémon Center und hallo, wie geht's? Wir speichern. Ne, wir speichern nicht, sondern wir heilen. So ist es. Wäre geil, wenn man automatisch speichern könnte dabei. Na, egal. Nee, nicht egal, aber doch, das wäre eigentlich sogar eine gute Idee. Ich meine, so während dem Speichervorgang so Pokémon heilen. Damit wäre Zeit gespart. Togetic darf jetzt wieder mit mir rumlaufen. Und los geht's. Jetzt racen wir in den Turm rein. Gleich hier unten. So. Diesmal können wir uns das ganze Hochrennen sparen, weil die hat hier die Tür extra aufgemacht, sich mal ein bisschen der Welt angepasst, sich nicht so barrikadiert. So, na gut, da hast du. Ja, es kann geheilt werden, diese Medizin. Der Geheimtrank. Nimm dir das bitte nicht übel, ja? Amphi lässt sich bloß von jemand anderem als von mir füttern. Na gut. Wie geht's dir jetzt? Hat's schon gegeben? Oh, bestens. Und wow, es macht dicke Lichter. Wow, der ganze Ort ist einfach mal hell. So ein Glück, es hat wirklich geklappt. Ich bin ja so dankbar. Es ist alles dein Verdienst. In Ordnung. Ich gehe zurück in die Arena. Und da geht's hier runter. Hey, ich kenne einen schnelleren Weg. Darunter. Sie kennt ihn offensichtlich nicht. Okay. Und wir können es die Arena machen. Ja, kommt zwar ein bisschen komisch, weil wir kommen ja gerade aus einer Arena. Aber tatsächlich ist jetzt schon die nächste dran. Ja. Hoffen wir mal, dass wir auch dafür stark genug sind. Bauba! Nein, als ob die Safari-Zone jetzt offen ist. Hallo! Ich hab dich warten lassen. Sie ist eröffnet, die Safari-Zone. Yeah! Okay, du weißt ja, wo du hingehst. Ja, ich sag dir, wo es ist, aber ich weiß doch, wo es ist. Ja gut, dann scheiße ich jetzt auf die Arena, ganz ehrlich. Ich speichere einmal kurz ab. Weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie einen Eindruck, ich glaube, das war so, wenn man fliegt, dass da auch sehr die Chance da war, dass das Spiel abstürzen könnte. Aber dann gehen wir jetzt erstmal in die Safari-Zone und dann machen wir erst die Arena, weil so zwei Arenen hintereinander, das wäre ja auch ein bisschen komisch, oder? Was sagt ihr dazu? Ach, nicht Bericht, nein. Fliegen nach unten hier. Vor allem hier ist ja noch mehr, ne? Safari eigentlich. Ach so. Ah, das ist die Safari-Zone. Jetzt wissen wir Bescheid. Okay, dann flieg mich mal dahin. Togetic. Und wir sind angekommen. Okay, jetzt gleich hier hoch den ganzen Weg. So. Einfach durch. Scheiß drauf, was die Dame dazu sagen hat. Und.
Route 47. Also das ist jetzt ein Teil, den es bei Gold, Silber und Kristall nicht gab hier. Ist das ein Trainer? Tatsächlich, man denkt, man fängt der Pokémon, stattdessen sind hier Trainer. Du kommst Gold, richtig. Ich war gerade dabei, mich ein wenig einsam zu fühlen. Aber ein Kampf ist ein Kampf. Also los. Okay, das ist aber gut. Da haben wir doch noch ein bisschen Training hier vor der Arena direkt. Giuseppe. Oh, ein Italiano. Mit einem dummen Miese. Ding sieht man auch nur selten. Das ist ein Normal-Pokémon. Und wir Sondersensoren ist einfach mal weg. Bam. Level 19, sehe ich gerade. Aber trotzdem, ich glaube, so ein Dumise kann auf jeden Fall viel einstecken. Seine defensiven Werte sind recht hoch. Und deswegen dauert das ein bisschen, auch wenn er gerade mal Level 19 ist. Oder hätte ich Ableitmotiv machen sollen. Ist sehr, sehr effektiv, aber ich denke, das hätte sich nicht gelohnt, oder? 27. Oh yeah. Und noch ein Dumise kommt. Das darf jetzt aber mal Quapuzzi zerschmettern. Hier auch rein, mein Freund. Den spülen wir jetzt einfach mal den Surfer weg, würde ich sagen. Hier kommt er schon. Und okay. Nein, der verwirrt mich. Nicht verwirrt, sondern paralysiert. Ja, das ist schlecht. Oh, was für ein Arsch. Jetzt darf der zuerst angreifen. Ich darf wenigstens auch meinen Surfer noch raushauen. Trotzdem eine freche Aktion von ihm. Und jetzt kommt noch ein Dummiesel. Wow, der hat drei Stück davon im Gepäck. Stolzer Wanderer. Man denkt immer an Gestein-Pokémon, aber der Typ ist irgendwie die Ausnahme. Die hat einfach ein paar von den Viechern gefunden. Von, was soll das eigentlich darstellen? Sieht eigentlich halbwegs aus wie eine Biene. Halbwegs. Und das war's. Jetzt kommt er mit Walz an. Okay. Hätte ich jetzt nicht angreifen dürfen, hätte ich auf jeden Fall Schaden reindrücken können. Also jetzt nicht beim zweiten Mal, aber beim dritten Mal, beim vierten Mal und... Ach, ihr wisst Bescheid. Und ich heile mich einfach. Das vergesse ich auch immer wieder, was für ein cooles Feature das eigentlich ist. Sorry, hat man das gehört? Ja. Muss raus. Okay. Ich glaube, Quapuzzi ist so ein Mann, der kann auch mit einer Paralyse weiterkämpfen. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Wenn du in eine Höhle... Was? Wenn du in eine Höhle auf eine Wegabelung... Ach, Weggabelung. Oh, bin ich dumm. Stößt, ist einer der beiden Wege meistens der richtige und der andere endet in einer Sackgasse. Bevor wir nicht beide Richtungen ausprobiert haben, finden wir Menschen einfach keine Ruhe. Welche Leiter entscheidest du dich? Oh mein Gott. Ich gehe hier lieber raus. Das macht mir zu viel Angst. Okay, jetzt haben wir drei offene Wege. Wobei, hier ist eine Sackgasse. Aber das ist gut. Da kriegen wir ein Item. Dann haben wir noch zwei offene Wege. Wir haben es nicht so mit Menschenmengen und zelten daher lieber im Freien. Geht's dir etwa genauso? Nö. Ich schlafe in meinem Bett. Donatello. Die ganzen Italianos wohnen hier auf diesem Berg, oder was? Ach, komm, der ich batschen wir doch einfach. Oh, cool ist das. Okay, der Typ wird's wissen. Mal sehen, je nachdem wie oft das trifft, macht das auch gar... Oh, Volltreffer. Und es geht weiter. Okay, der macht Schaden, der Typ. Der meint's ernst. Aber dreimal dafür, sag ich mal nur. Auch wenn einer von denen ein dicker Volltreffer war. Batschen wir erstmal. Und er ist auch paralysiert. Yeah. Wieso soll es ihm besser gehen als mir? Und ein bisschen Heilung ist auch noch drin. 4 KP. Und ich darf nicht. Oh. Aber er schon. Oh Mann, ist das fies. Okay, halt durch. Zweimal reicht. Nö, das wird mehr. Dreimal. Okay, dreimal ist eigentlich sogar recht sozial. Ey, wieso darf ich gar nicht mehr? Komm, zwei miteinander. Aber er auch. Das ist wenigstens fair. Jetzt aber, bäm, Klatsch ist weg. Ist ganz schön schwer mit so einem Handicap wie einer Paralyse zu kämpfen. Gott sei Dank habe ich meine KP. Mein, ich schaffe noch eins. Ich probiere es. Gegen ein Meryl.
sehen, was der so drauf hat. Walzer, oh Scheiße. Body Slam, komm. Das kann auch richtig gefährlich machen, was er da macht. Weil alle meine anderen Pokémon nämlich nur Schwäche gegen Gesteinattacken haben. Außer Knuffenser, aber Knuffenser zählt nicht. Aber die anderen verkraften das nicht so gut. Aber gut, das Problem wurde gelöst. Ich durfte zweimal angreifen, um es aufzuhalten. Okay. Und Level Up ist auch noch drin. Ja, so gehört sich das. Blubstrahl. Brauche ich nicht, weil ich habe ja schon Surfer. Blubstrahl hat eine Stärke von 60, glaube ich. Okay, ja, ja, ja. Dann gabeln wir uns mal das Item hier auf. Einbeleber. Dann können wir mal die Pokémon wieder ein bisschen tauschen. Der ist jetzt auf Level 27. Kann ich erstmal eine Verschnaufpause gönnen, während Igel aber jetzt ein bisschen richten wird. Ja, jetzt natürlich die Frage in dieser Höhle. Gehe ich hoch oder runter? Ich glaube, wenn ich runtergehe, komme ich da unten an. Aber was wird mich da unten erwarten? Das ist echt eine Frage. Na, bin ich so blöd, da reinzulaufen. Feldschlundhöhle, ja. Ey, habt ihr... Seht ihr, wie... Liegt's an mir? Ich bin zu bescheuert, echt. Um durch diese Tür da zu gehen. Hier mal ein Krabbi, aber... interessiert mich nur wenig. So, einfach durch. Sind jetzt hier unten. Dann surfen wir mal und erkunden mal die Gegend hier unten. So, aber ich setze einen Schutz ein. Das ist immer noch nicht die Safari-Zone übrigens. Ja, kriegen wir keine Dinger hier Bälle spendiert oder sowas. Superschutz. Ich habe ja vorerst genug von denen. Ja, okay, hier komme ich schon mit Kaskade hoch. Müsste ich mal dann wieder hin, wenn ich das habe, oder? Denke ich eh wieder nicht dran. Hier haben wir was. Moment, den Detektor. Ja, hier ist was. Irgendwo. Hier, oder? Ja, Perle. Können wir verkaufen. Kriegen ein bisschen Geld dafür. Jetzt habe ich das echt vergessen, die ganze Zeit mal einzusetzen. So, bestimmt habe ich schon ein paar Items verpasst hier. Geh mal hier weiter. Moment, hier unten ist auch noch ein Weg. Boah, hier sind so viele Wege, ne? Ach scheiße, hier komme ich nur mit Kaxler weiter. Habe ich noch nicht. Kaxler kriegt man, glaube ich, richtig spät erst in diesem Spiel. Na gut, dann gucken wir uns mal hier weiter um. Hier brauchen wir auch Kaskade. Ja, dann würde sich, glaube ich, empfehlen, hier nochmal wirklich am weiteren Ende des Spiels herzukommen. Sofern ich überhaupt dran denke. Eh wieder nicht. Und hier haben wir nichts. Okay, dann haben wir hier erstmal alles erkundet. Das ist gut. Schutz wirkt nicht mehr. Okay, einen setze ich nur ein. Ich meine, ich will jetzt nicht rumgeizen damit. Zwar sind das jetzt locker keine 100 Schritte mehr. Ich meine, jetzt noch plus die Höhle hier durchzurennen. Aber das gönne ich mir jetzt trotzdem mal. Okay, rauf hier und... Ach ja, mal nachgucken. Hier ist sogar was. Oh. Nein, scheiße. Nö, zurück. Ich habe nicht hingeguckt. Nein! Was? Nein, scheiße. So. Ich habe nämlich nur auf den einen Bildschirm geachtet. So, hier. Ein Hyperball. Bestens. Okay, Anruf von Mutter. Ja, wieso ruft die jetzt auf einmal an? Ganz ehrlich. Ja, wie geht's? Ich habe ein Item gefunden. Das ist ja toll. Da rufst du mich extra in der Höhle an. Normalerweise ruft er immer direkt nach dem Kampf an oder so. Ja, dann ist hier nichts mehr drin. Okay. Dann können wir ja raus und uns erwartet ein Doppelkampf. 1 plus 1 ergibt zwar 2, aber zusammen sind wir noch viel stärker als die Summe unserer Teile. Gemeinsam sind wir mehr als nur zweifach stark. Oh mein Gott, die sind, sag ich, ja, ganz schön sicher. Ast-Trainer, nee. Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Scheiße. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert, bevor ich da reingestürzt bin? Oh, das ist zu weit. Na gut, beim nächsten Mal wieder dieser Kampf. Ja, schade drum. Okay, bis dann.